Wir glauben, dass es in dieser Debatte zwei große Clashes gibt. Zum einen glauben wir, dass es darum gegangen ist, was ist das Interesse des Westens? Und zum zweiten ist es darum gegangen, kann der Westen das überhaupt erreichen, was er erreichen möchte? Zuerst Rebuttal zum Case der Opposition. Wir finden, die Konsequenzen von Hunger, Krieg und Leid sind so schlimm, dass wir irgendein Modell brauchen, um diesen Failed States zu helfen. In Ihrem Modell, das Einzige, was passiert, selbst wenn Sie richtig liegen und wir die Chance haben, dass in 40 Jahren nach unserer Intervention wieder ein Failed State entsteht, in Ihrem Modell passiert gar nichts. In Ihrem Modell gibt es keinen Lösungsansatz und keine Möglichkeit, irgendetwas zu ändern. Und in diesem Sinne finden wir, dass unsere Intervention, wenn wir eine Chance haben, dass sie funktioniert, eine gute Idee ist. Wir glauben auch, dass diese Idee, dass wir mit Entwicklungshilfe in Failed States etwas erreichen können, eine absolut bescheuerte Idee ist. In diesem Sinn, weil wir das schon lange versucht haben und weil Failed States Entwicklungshilfe eben nicht reicht, als Failed States sind, weil die Institutionen kaputt sind, weil es Korruption gibt, weil unsere Hilfe immer nur Emergency Aid sein kann und nie wirklich substanziell etwas bringt. Da was wir hier machen, wir sagen Kolonialisierung. Wir ergreifen die Kontrolle über die Institutionen, über die Polizei, das Militär und dadurch erreichen wir Kontrolle. Und diese Kontrolle ist wichtig, wenn wir Failed States aus ihrem Failed Status herausholen wollen und etwas verändern wollen. Zu meinem ersten Punkt, das Interesse des Westens. Opening Up sagt hauptsächlich, ja, wir beuten diese Länder aus und wir haben das Problem, dass wir verschiedene Interessen haben, dass China hergehen wird, Ressourcen ausbeuten wird und wir glauben, dass dies eine Fehlcharakterisierung ist. Drei Unterpunkte. Erstens, haben wir ein Interesse, diese Länder arm zu halten? Ich glaube, wir haben dieses Interesse nicht, weil, wie Closing Opposition schon sagt, wir pumpen massiv viel Geld in diese Länder, wir versuchen diese Länder zu entwickeln, wir versuchen diese Länder stabil zu halten. Wir tun das bereits, und wir tun es auf eine Weise, die weniger effektiv ist als das, was wir hier probieren. In Deutschland gibt es massiv viele Institutionen, die sich engagieren, in Afrika zum Beispiel, wie die GTZ, die GIZ, die dort arbeiten, und wir glauben, das ist wichtig. Zweiter Punkt. Was ist das Interesse des Westens nämlich wirklich in diesen Staaten? Wir haben Interesse daran, die Korruption zu beseitigen, damit unsere Hilfe ankommt. Wir haben Interesse daran, diese Regionen stabil zu halten, um Grenzkonflikte zu vermeiden und um Terrorismus in diesen Regionen vielleicht zu reduzieren, weil wir als Westen zum Beispiel dieses Terrorismusproblem in verschiedenen Fällen als massives Problem sehen. Wir haben Interesse daran, stabile Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen mit diesen Ländern, besonders in einer Welt, in der wir mehr Globalisierung haben, in der wir mehr Welthandel haben. Und wir glauben, dass dies extrem wichtig ist und dass es für uns besser ist, stabile Partner zu haben, als Failed States zu haben. Außerdem glauben wir, was Opening Government bereits gesagt hat, dass es keine Einzelinteressen sind, dass wir hier von der UN reden, dass wir hier von einem Konglomerat von Interessen reden und dass dies auch eigentlich jetzt herausnimmt aus ihrem Mechanismus, dass wir hier ein Eigeninteresse gewisser Staaten haben. Wir glauben auch, dass es wichtig ist, dieses exakte Ziel, das wir in diesem Fall haben. Wir kommunizieren diese Ziele aus der Welt. Wenn wir eingreifen, sollen wir rekolonialisieren. Wir kommunizieren es, wir machen es publik, wir sagen, wir wollen diesen Staaten helfen. Und das ist das, was Pierre herausgezeigt hat, was Pierre versucht hat zu erklären. Das bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir hier nicht eingreifen in einer inoffiziellen Art und Weise. In einer inoffiziellen Art und Weise versuchen, etwas, eine Extraction zu machen, etwas auszubeuten. Wir sagen, wir wollen helfen und wenn wir dann nicht helfen, ist das für uns auch ein Problem, weil wir eingegriffen haben. Und wir glauben, dass dies eine gewisse Verantwortung kreiert und das Interesse des Westens mehr in ein Line bringt mit dem Interesse dieser Staaten. Okay, von der Schließenden argumentiert ihr die ganze Zeit, wir haben vielleicht ein besseres Interesse, wir können besser kolonialisieren. Selbst wenn das stimmt, warum sollten die uns glauben? Wir haben die Wirtschaft nicht ausgebeutet, wir haben sie versklavt. Was für einen Grund hätten wir uns noch zu vertrauen? Okay, guter Punkt ist eigentlich in meinem zweiten Punkt enthalten, ich ziehe ihn vor. Wir glauben, dass die Ablehnung in der Gesellschaft nicht so groß ist, wie ihr das charakterisiert. Wir haben gesehen in vielen Staaten, wo wirklich Konflikt herrscht, wo Krieg herrscht, wo Ausbeutung herrscht, dass Menschen wirklich nach dem Westen rufen und sagen, okay, helft uns, greift ein, Syrien-Krise zum Beispiel. In diesen Staaten gehen Menschen hier und sagen, wir glauben, wir brauchen Hilfe von außen und wir wollen diese Hilfe. Und wir glauben auch, dass selbst wenn es einen gewissen Backlash in diesen Staaten gibt, in der Langzeit einfach die Stabilität und der Wohlstand, den wir kreieren können durch diese Maßnahmen, was ich gleich noch zeigen werde, extrem wichtig sind. Und dass diese Narrative nicht unbedingt das sind, worauf wir uns fokussieren sollten.
Okay, kann der Westen was? War Teil meines Punktes eigentlich. Wir haben gehört hier, im Westen, wir kennen uns nicht aus, wir kennen die Struktur nicht, wir können nicht eingreifen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wir haben in diesen Ländern Institutionen. Wir haben, wie ich gesagt habe, die GTZ, die GIZ, diese Institutionen, diese Organisationen, die sich mit diesen Staaten beschäftigen. Wir haben einen Haufen Development Economists, von denen ich einer bin, die sich damit diesen Themen beschäftigen, die Papers und Papers schreiben über diese Regionen, dort leben, dort arbeiten, die sich gut auskennen, die zusammenarbeiten mit diesen Bevölkerungen. Wir glauben, die Idee, dass wir uns nicht auskennen, um in diesen Staaten etwas zu bewirken, nicht wirklich haltbar ist. Weiterer Punkt zum Thema, kann der Westen das? Und hier genau bezogen auf unsere Extension. Ich werde Pierre's Punkte noch einmal hervorrufen. Wir glauben, dass wir die Verantwortung übernehmen, wie ich bereits gesagt habe, dass das wichtig ist und dass wir deswegen auch ein legitimes Interesse haben. Wir glauben, dass diese langfristige Perspektive darauf, etwas aufzubauen, was dann stabil ist in der langen Frist, womit dann in diesem Land gearbeitet werden kann, sehr, sehr wichtig ist. Wir glauben auch, dass diese Strukturen übergeben werden sollen. Und das ist ein großer Punkt, der von unserer Position kommt, dass wir diese Strukturen nicht übergeben können. Wir glauben, das ist nicht der Fall. Wir glauben, wenn wir Kontrolle übernehmen, wenn wir Institutionen reformieren, wenn wir eine Rule of Law schaffen, die es wirklich die korrupte Eliten aus dem Programm nehmen, die Institutionen schafft, wo sich Menschen sicher fühlen können. Wir glauben, dass dies dauerhaft sein wird. Warum glauben wir, dass das dauerhaft ist? Weil Institutionen in diesem Sinn und ein organisiertes Militär und eine gewisse Kontrolle und eine gewisse Verbindung mit dem Westen, die Per auch herausgehoben hat, dass wir einfach diesen kulturellen Konnex wieder haben und diese Stabilität, diesen Austausch zwischen dem Westen und diesen Staaten, dass dies dazu führt, dass diese Institutionen dann auch stabil bleiben. Und wir glauben, dass diese Institutionen dann Wohlstand schaffen können, dass dann endlich Sicherheit entsteht in diesen Staaten, dass Menschen sich nicht mehr fürchten müssen, wenn sie eben zur Schule gehen, dass Menschen sich nicht mehr fürchten müssen, dass ihre Livelihood zerstört wird, dass die Infrastruktur zerstört wird, dass alles, was wir in diese Länder im Prinzip pumpen, eigentlich umsonst ist. Aus all diesen Gründen glauben wir, dass unsere Policy sehr erfolgreich ist und eine gute Idee ist. Vielen Dank, Katharina, für deine Rede.